Eine wichtige Frage der Menschheitsgeschichte scheint geklärt, nämlich wann traf der moderne Mensch, auch Homo sapiens genannt, auf den Neandertaler? Forschende in Leipzig kamen nun in zwei unabhängigen Studien zum gleichen Ergebnis. Die Begegnung fand vor etwa 47.000 Jahren statt. Wichtig für die Arbeit der Wissenschaftler waren sensationelle Knochenfunde, unter anderem in der Ilsenhöhle im thüringischen Rahnes. Das ist er, der Knochen, mit dem es Forschenden gelang, ein Rätsel zu lösen, etwa 2 Zentimeter groß. Gefunden wurde er in der Ilsenhöhle in Rahnes in Thüringen. Ähnliche Funde gab es in Tschechien. Aus diesen Knochen isolierten Forschende das bisher älteste vollständige Genom, also den genetischen Bauplan eines modernen Menschen, des Homo sapiens. So altes Material ist immer sehr beeindruckend. Man kann es kaum begreifen. Es ist unmöglich, sich 45.000 Jahre vorzustellen. Das macht ein komisches Gefühl, aber es ist auch sehr aufregend. Mit diesem genetischen Bauplan konnten die Forschenden das Aussehen der damaligen Menschen rekonstruieren. Sie hatten dunkle Haare, dunkle Augen und dunkle Haut. Außerdem fanden die Forschenden in ihrem genetischen Bauplan auch Spuren des Neandertalers. Damit konnten sie das Rätsel lösen, wann sich Neandertaler und moderner Mensch gemischt haben. Wir konnten jetzt mit Hilfe dieser Genome aus Thüringen und aus Tschechien datieren, dass es dort vor ungefähr 47.000 Jahren im Nahen Osten wahrscheinlich zu dieser Vermischung gekommen ist. Das ist später, als man bisher gedacht hat. In einer zweiten Studie analysierte ein Team um Leonardo Yasi etliche alte und heutige Genome von modernen Menschen und verglich ihren Neandertaleranteil. Er kam zu demselben Ergebnis. Auch heute tragen Menschen noch 2 bis 3% Neandertaler-Gene in sich. Das hat zum Beispiel Einfluss auf das Immunsystem und die Hautfarbe.